Ja, es ist ein großartiges Gefühl, weil wir es unbedingt wollten. Es ist für die Fans, für die Stadt, für den Verein, für das ganze Umfeld einfach eine Riesensache, weiterhin dabei zu sein. Und ja, jetzt können wir den Blick nach vorne richten, auf die Bundesliga und natürlich auf Lüttich. Auch die Geschichte nehmen wir mit. Und sie geht weiter. Sie geht weiter, ja, umso schöner. Jetzt geht es nach Lüttich, zuerst diesmal auswärts. Ich denke, wir müssen daraus lernen, aus diesen ersten beiden Partien. Und ich hoffe, wir können so viel daraus lernen, gerade aus dem Auswärtsspiel, dass wir ein besseres Ergebnis mitbringen, um dann in der AWD Arena nochmal die Chance zu haben, selbst auf die nächste Runde. Sie haben einen Lauf, sie glauben an sich, sie ergänzen sich sehr, sehr gut. Insofern ist dieser Mannschaft im laufenden Wettbewerb wirklich sehr, sehr viel zuzutrauen. Natürlich wissen wir, dass in der Europa League auch noch viele Top-Mannschaften, die von ganz anderen Kaliber sind als Club Brügge oder Standard Lüttich, dann auf Hannover warten. Aber ich sehe gute Chancen, dass sie auch die nächste Runde erfolgreich überstehen werden. Wobei Standard ist im Angriffsbereich, Standard Lüttich ist in der Offensive durchschlagskräftiger und stärker als wir. Es wird schwieriger werden.